Doppelmoral und Bigotterie sind einfach widerwärtig, oder? Von anderen den Verzicht auf Flugreisen fordern und dann selbst völlig ungeniert um den Erdball jetten. Oder im Unternehmen erst auf der Betriebsversammlung die große Rede über "Wir brauchen mehr Vertrauenskultur" schwingen und dann bei nächster Gelegenheit die Regelungen für die Unterschriften verschärfen. Ich mag Bigotterie und Doppelmoral nicht, aber ich muss eingestehen, ich habe meinen Frieden damit gefunden. Ich glaube sogar, beide sind fast schon unvermeidlich. Das große Problem ist nämlich was ganz anderes. Und darüber rede ich in diesem Video. Regt ihr euch über Doppelmoral und Bigotterie auf? Schreibt es mal unten in die Kommentare, über wen oder was ganz genau. Mich macht es meistens eher wütend. Oder manchmal verspüre ich auch nur eine große Portion Fremdscham. Wenn zum Beispiel jemand die eine Demonstration völlig okay findet, weil sie den eigenen Zielen entspricht, und die andere Demonstration als völlig unverantwortlich brandmarkt, die unbedingt verboten wird. Oder auch wenn ein Land Menschenrechtsverletzungen in einem anderen Land toleriert, obwohl es sich strikt dagegen ausgesprochen hat. Oder, das habe ich neulich erst erlebt, wenn eine Gruppe von Menschen vor dem Restaurant sitzend leidenschaftlich für mehr Klimaschutz argumentiert, um nur kurz danach den Wirt doch zu bitten, den Heizpilz anzustellen, weil es ein bisschen kalt wird. Absurd, oder? Inzwischen frage ich mich aber auch, ob die Aufregung darüber nicht noch absurder ist als die Situation selbst. Denn Doppelmoral ist bei näherem Hinsehen vermutlich völlig unausweichlich und vielleicht sogar Teil unseres gesellschaftlichen Systems und deswegen überhaupt gar kein Grund, sich darüber aufzuregen. Was ich meine, ihr und ich, wir können eigentlich jederzeit jeder anderen Person Doppelmoral unterstellen. Das ist unglaublich einfach, dafür braucht es noch nicht mal einen Anlass dafür. Denn Doppelmoral entsteht potenziell immer genau dann, wenn jemand etwas Moralisches sagt. Also dauernd. Besonders anschaulich ist das natürlich bei den großen Protagonisten der Klimabewegung. Also Menschen wie Al Gore zum Beispiel aus den USA oder natürlich Greta Thunberg aus Schweden, Luisa Neubauer aus Deutschland. Die müssen reisen, ist ja völlig klar. Auf kurze Strecke mag das noch gehen, einigermaßen umweltneutral mit dem elektrisch betriebenen Zug. Aber auf große Strecken, ja, da müssen sie einfach fliegen. Und dann irgendwie selbst in 10 Kilometer Höhe die Kerosinabgase in die Atmosphäre blasen und sich kurz danach in einer Rede für weniger Flugverkehr aussprechen. Heieieiei. Greta Thunberg hat das zumindest ein-, zweimal sehr medienwirksam gesponsert, dadurch gelöst, indem sie mit dem Segelschiff über den Atlantik geschippert ist. Währenddessen musste ihr Team aber natürlich dann doch heimlich wieder fliegen. Und praktikabel ist das überhaupt nicht. Man kann nicht dauerhaft sich für diese Sache einsetzen und nur mit dem Segelboot unterwegs sein. Und genau an der Stelle schnappt die große Moralfalle zu. Denn je größer der moralische Anspruch, desto stärker der Vorwurf der Doppelmoral. Aber wie hätte sie das lösen sollen? Sie kann ja gar nicht anders. Echte Klimapolitik geht wahrscheinlich nur global und nicht lokal. Also muss ein klimaengagierter Mensch das global machen. Also muss er reisen. Und wie soll sie das tun, ohne gegen die eigenen hehren moralischen Ansprüche zu verstoßen? Keine Chance. Eigentlich ist das erstmal ein völlig unspektakulärer Sachkonflikt, der aber durch diese starke Moralisierung sich richtig mausert zum Identitätskonflikt zwischen Anhängern und Gegnern. In Organisationen wie Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel gibt es das Tupfen gleich. Das Schauspiel findet eigentlich in allen Formen von sozialen Systemen statt. Wo man sich nämlich auf hohe moralische Werte einigen will, entstehen zwangsweise Widersprüche.
Also, was abstrakt noch für alle völlig klar und zustimmend klingt, wird natürlich im ganz konkreten Einzelfall immer ganz schön schwierig. Und wo diese Widersprüche in irgendeiner Form auftauchen, ja, da wächst dann auch das Bestreben, diese Widersprüche zu überdecken, zu tabuisieren, zu verbergen, ich sage auch gerne zu vernebeln. Oder zugespitzt, man übt sich im Heucheln. Abstrakt klingt es für viele wahrscheinlich vollkommen richtig, in einer Corona-Krise die Menschen zum Maskentragen zu verdonnern und ihnen das Feiern zu verbieten. Im konkreten Einzelfall aber, wenn man zum Beispiel einen runden Geburtstag feiern möchte, fühlt sich das überhaupt nicht so richtig an, Masken zu tragen. So kann man einfach gar nicht richtig feiern. Und so hat auch Barack Obama zum Beispiel inmitten der Hochphase der Corona-Krise seinen 60. Geburtstag gebührend mit 700 Gästen gefeiert, ohne 2G-Regelung, ohne Abstand, ohne Masken. Und er hat auch kein großes Aufhebens drum gemacht. Alle Politiker, die groß werden, sind extrem gute Heuchler. Oder etwas höflicher ausgedrückt, sie beherrschen die Paradoxien. Also völlig egal, ob Merkel, Scholz, Söder, von der Leyen, Baerbock, Habeck, Lindner, die Parteifarbe ist völlig egal. Spitzenpolitiker sind immer darauf angewiesen, mit dem Widerspruch zwischen öffentlicher Abstraktheit und der persönlichen Konkretheit virtuos umzugehen. Also diese Trennwand zwischen dem großen Ganzen und dem notwendigerweise kleineren Ego muss irgendwie aufrechterhalten werden. Auch die eigenen Interessen müssen irgendwie ausgeblendet werden, auch wenn die eigenen Interessen völlig legitim sind. Oder wieder zugespitzt, nur extrem gute Heuchler kommen an die Spitze und halten sich dort. Ich will hier nochmal ausdrücklich feststellen, ich prangere überhaupt gar nicht die Menschen an, die doppelmoralisch sind oder bigott. Ich habe etwas gegen das Moralisieren. Der Vorwurf der Doppelmoral ist dann Wohlfeil. Sobald jemand hehre moralische Ansprüche ausruft, wird es Leute geben, die angreifen, die etwas suchen und die auch etwas finden. Das sagt für mich eigentlich überhaupt nichts aus über die betroffene Person. In Wahrheit macht für mich der Vorwurf der Doppelmoral inzwischen eine Person überhaupt nicht unglaubwürdiger. Und auch wenn ich manch heuchlerisches und bigottes Verhalten immer noch etwas widerwärtig finde, so bin ich doch deutlich nachsichtiger geworden gegenüber den Menschen, denen Doppelmoral vorgehalten wird. Und ich verstehe auch, dass manche sagen, es bräuchte doch unerreichbare Ideale, es bräuchte doch ganz große moralische Appelle, um die Welt zu verändern. Oder wie manche sagen, um eine Delle ins Universum zu hauen. Ja, das verstehe ich. Aber ich stimme dem nicht zu. Ich plädiere für das Gegenteil. Das Problem ist das ständige Moralisieren und nicht die Doppelmoral. Und das sage ich natürlich auch, weil es ein leichtes ist, auch mir Doppelmoral zu unterstellen. Denn wenn ich die ganze Zeit sage, die anderen mögen nicht mehr so viel moralisieren, dann tue ich es wohl selbst.